Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, die schon vor einigen Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, gekauft habe, nämlich die App shithappensroute.de. Am Namen nach könnt ihr schon erfahren, worum es geht. Die Beschreibung lautet folgendermaßen: Ralf Rute, Deutschlands erfolgreichster Cartoonist, hat endlich eine App. Der Erfinder des prolligen Schafs Thorsten Dornbach, der preisgekrönten Werbeparodien und von Halt die Fresse Ingo versorgt euch täglich mit einem Gratis-Cartoon direkt aufs Handy. Dazu gibt es ein Soundboard mit den schönsten Originalzitaten aus Rutes Videos. Und bevor wir da weitermachen, einmal kurz zu den technischen Daten. Es gibt sie auch für Android. Ich spreche jetzt aber nur über die iOS-Variante. Im Zweifelsfall googelt ihr da oder sucht einfach mal im Play Store nach der App. 99 Cent kostet die iOS-Variante. Versionsnummer 1.1 liegt vor. Größe 5,5 Megabyte. Die Sprache ist Englisch. Erfordert mindestens iOS 7.0 oder neuer. Und bei aktuell 332 Gesamtbewertungen kommen wir auf eine Durchschnittsbewertung von 4 Sternen. Genau, 4 Sterne. Die App bietet euch verschiedene Dinge. Jeden Tag ein Cartoon. Könnt ihr euch angucken. Ihr könnt auch, wenn ihr da durchwischt, die Cartoons von den vorherigen Tagen euch nochmal ansehen. Direktes Teilen oder ähnliches ist daraus nicht möglich. Dann gibt es das Soundboard mit verschiedenen, ja, wohl aus den Rute-Filmen verschiedenen Zitaten. Machen wir einfach mal weiter. Dann gibt es den Punkt Videos, da landet ihr dann auf dem YouTube-Kanal und es gibt auch noch Verlinkungen zur Facebook- und Seite und dem Twitter-Account und ebenfalls zur Website. Allerdings muss ich sagen, auf dem iPhone 6, meinem Testgerät, lädt, wenn ich auf www gehe, lädt die Website nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie bei mir am Internet liegt oder an der App oder an einem Fehler oder so. Wie gesagt, keine Ahnung. In der Beschreibung zur App sehen wir den Kaufpreis doch einfach als Unterstützung. Und tatsächlich möchte ich ihn einfach mal so sehen. Die Cartoons könnt ihr euch auf der Facebook- und Twitter-Seite auch gratis angucken, jeden Tag. Ich persönlich kann mit dem, aber das liegt sicherlich auch nur an mir, das ist eine persönliche Sache, sowohl mit den Filmchen als auch mit dem Soundboard nicht wirklich viel anfangen. Das mag anderen Leuten anders gehen. Obwohl ich damit nicht viel anfangen kann, muss ich sagen, ja, von den Cartoons bin ich dann doch eher ein Freund und gucke sie mir gerne an. Alles in allem würde ich persönlich die 99 Cent doch eher einfach sehen als Unterstützung von Ralf Rute, wenn man die Cartoons eigentlich schon gratis sehen kann und wenn sie einem gefallen, dann kann man auch 99 Cent einfach nochmals als Unterstützung für die App ausgeben, meiner Meinung nach. Ansonsten läuft die App auf dem iPhone 6 wirklich gut, aber eigentlich kann man auch tatsächlich ganz gut darauf verzichten, auf die App, wenn man sie nicht als Unterstützung sieht. Und das war jetzt das letzte Mal, dass ich das erwähnte. Also, wenn euch die Rute Comics Cartoons gefallen, dann kauft die App als Unterstützung. Oder vielleicht gefällt euch die App tatsächlich ja so oder so. Auch ein bisschen schade finde ich, dass es die App nicht auch für Windows Phone gibt. Da wird Windows Phone oder Windows 10 Mobile, wie es jetzt heißt, mal wieder links liegen gelassen. Naja, so ist das halt. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.